So, reiß den hier ab. Ich brauche nämlich einen Weg hier quer durch. So, Warteschlange im Ranch-Stil. Ich kann übrigens im Moment nicht so viel dekorieren, das kostet mich gerade zu viel Geld, wenn ich das mache. Da kümmere ich mich lieber um noch ein paar Attraktionen, damit unser Park attraktiver wird. Fliegende Kutschen, wer hat das schon mal gesehen? Das ist doch Blödsinn. Wenn wir später ein paar Bäume setzen und so weiter, sieht das natürlich alles anders aus. Und nein, ich baue keine Autobahn hier. Um die Leute schon mal zu schonen. So, übrigens hier ist das Terrain-Tool, wo der direkt auch mit mir rumhantieren will. Wähle ein Senken-Werkzeug. Senken, gesenkt. Wenn man rein oder rauszoomt, ändert sich die Pinselgröße. Fülle mit Hilfe des Wasserwerkzeugs Wasser in eine Grube. Hier gibt es mir schon Wasser, sieht man es natürlich nicht auf der Wüstenkarte. Auch doch, da ist ein bisschen Wasser. Und dann könnte man das hier so reinlaufen lassen. Moment, dann senken wir einfach mal hier ein Loch. Und dann füllen wir da Wasser ein. Na, jetzt habe ich ein bisschen lange gedrückt, jetzt haben wir ein bisschen viel Wasser. Aber es versickert, glaube ich, wieder. Die Leute stört das übrigens nicht. Meine Güte. Ich glaube, da bin ich auf einen unterirdischen See getroffen. So. Der Kreideficker ist defekt. Schutzmechanismen im geschlossenen Zustand verklemmt. Oh mein Gott, wir werden alle sterben! Piep, piep. Ich hoffe einfach, jetzt kommen wirklich Mechaniker. Lauf. Was mich ein bisschen irritiert auch, die haben mir laufende Kosten pro Stunde Spielzeit, glaube ich. Und das ist ein bisschen merkwürdig. Anstatt ich sie sagen, pro Monat oder sowas. Während die bei anderen Sachen, zum Beispiel bei der Achterbahn, werdet ihr gleich sehen, wie ich die aufbaue. Ist nämlich die Problematik, die bauen die Streckenabschnitte mit einer Anzeige in Minuten. Und zwar in Minuten in Spielzeit. Und da ein Tag hier zum Beispiel, da unten sieht man es an der Leiste, da ganz unten, mal so voll läuft. Und dann ist schon der 9. Oktober, da könnt ihr euch vorstellen, dass so eine Achterbahnfahrt gerne mal mehrere Tage dauert für die Leute. Und ob das so optimal ist, sei noch dahingestellt. Ah, Parkerweiterungstool. Das habe ich letztes Mal gesucht. Wir können dann weitere Landstriche hier kaufen, so Parzellen, um unseren Park zu vergrößern. So, jetzt brauchen wir aber wirklich erstmal so eine kleine Ecke, wo wir Nahrung verkaufen. Denn nur ein wohlgenährter Parkbesucher ist ein glücklicher Parkbesucher. Hier sehen wir übrigens, dass wir die Strecken auch hochbauen könnten. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass der, wenn wir so bauen, automatisch das Terrain angleicht. Und das macht er, das ist gut. So, Dekoration sollte es sowas geben wie kleine Parks. Kaktus-Picknickplatz. Na, und der wird automatisch mit der falschen Straße natürlich umlegt. Achso, nee, wenn ich den verbinde, sollte das ja kleben. Gehen. Entschuldigung. Bitte in klein.
Und bitte gerade. So. Dann haben wir so einen kleinen Kaktus-Picknickplatz. Früher war es ja so, dass Leute, die was gegessen haben, sich gerne hingesetzt haben. Moment, wir machen den nochmal weg. Weil stellen, glaube ich, ein bisschen weiter rechts. Aber ich bin ein bisschen eng am Bauen. Tut mir leid. Die Tools machen mich ein bisschen fertig hier. Palmstrand, Sandplatz für Tycoons, alter Cowboyplatz, Viehtreiberplatz. Was ist der Unterschied? Das Lieblingswasserloch des alten Haudegens. Viehtreiberplatz, der perfekte Ort, um sich nach der harten Arbeit auf der Ranch auszuruhen. Weil mir war gerade eine kleine Idee gekommen. Meine Güte, die müssen auch noch einfügen, dass man so ein Areal löschen kann. Wenn ich hier immer die ganzen Dinger einzeln löschen muss, ist das ja super ätzend. Ich brauche Bauarbeiterdrohnen. Moment, bist du was, wo ich abreißen kann? Ja. So. Bom, bom, bom. Sand. Beziehungsweise Sandstein. Dann die Verbindung. So, jetzt versuche ich daran mal Shops zu bauen. Da sind übrigens die Getränkeständer nur im anderen Design. Wo eigentlich auch... Komm, wir können den gar nicht so nah ransetzen. Wo auch leider Planet Coaster im Moment die Nase fort, wo ich mein komplett eigenes Gebäude machen kann. Und danke Markus! 85 für die Unterstützung. Yippie, ich habe was gehört. So, der Fleischklopfer. Sushi-Insel, Weltraumfisch. Oder das Sushi-Wunderland. Ja, der gute Cowboy von damals. Der hat sich immer ein gutes Sushi gönnen lassen. Hm. Hm, schöne Straße. Ah, stopp. Ich bewege den einfach rüber. Wenn ich die zentral setze, sollte das ein bisschen besser funktionieren. So, Erde, Sand, Sandstein. So, meine lieben Leute, dann kauft euch mal eure Mist hier ein. Das bringt Kohle. Toll, dass wir die anderen Felsen nicht machen können. Die eigentlich eher passen zu das zu dem Gebiet hier. Was auch ein bisschen schade ist, dass die, wie heißt es, die Dekorationen alle nicht nach Themen geordnet sind. Es fehlt einfach ein bisschen... Ach so, in der Einrastfunktion kann man die dran machen. Höre ich gerade. Dafür ist die Einrastfunktion. Wir können mal übrigens gucken, ob der Kreideficker jetzt wieder geht. Ja, also muss irgendwann ein Mechaniker sein. Da ist übrigens eine unserer Putzfrauen, beziehungsweise die einzige, die den Besen schwingt.
keine Ahnung, warum die einen Besen haben. Ich bin ja eh immer jemand, der dann sowas sucht wie, sagen wir mal, wie ich das kenne aus dem Park, da sind Leute, die haben so diesen tragbaren Mülleimer und diesen, zwar auch einen Besen, und dann machen die diesen Mülleimer, der klappt ja auf, wenn die so auf den Boden drücken, und dann fegen die da rein und klappen den wieder zu und gehen weiter. So sieht für mich ein Park aus. Also, solche Mülleimer würde ich gerne sehen dann. Lass uns mal eben eine Information bauen. Das sind Ballons und so weiter und so fort. Ah, da ist die Einrastfunktion. Jetzt verstehe ich, was das überhaupt mit sich auf sich hat. So, du bist angepisst. Rode Dreidelei. Übelkeitstoleranz sehr hoch. Aber es wird eigentlich nicht gesagt. Achso, es gab nichts Besseres als die Dreidelei. So, langsam aber sicher kommen die aber auch hier hinten in den Park rein, um sich was zu essen zu holen. Ich glaube auch, im Moment der einzige Müll, der entstehen kann, ist, wenn die auf den Boden kotzen. Das gute deutsche Essen. Moment, ich höre irgendjemand kotzen, glaube ich. Ich setze die Banner nur, weil das ja Arbeitsbereich ist. Man kann teilweise schon sehen, was, wenn Besucher was in der Hand haben, zum Beispiel Ballons, aber Ballons sehen aus wie Steine. Nein, nicht wie Steine, aber es ist einfach ein Stiel und der Ballon ist hart. Du kannst mit dem Ballon Leute erschlagen. Deshalb, wir bauen mal so einen Souvenirladen. So kleine Teddybären, das sind so Finger, Brillen, Cappies und ich denke mal, das alles wird mal an den Seen. Nichts als heiße Luft. So, Einrastfunktion nutzen. In die Richtung bauen wir in unsere Achterbahn hin. Hier in dem Bereich. Da brauche ich aber noch ein bisschen mehr Geld. Was hast du denn da? Obwohl, ich dachte erst, die ist nackt. Ach, guck mal, du siehst doch, was die ein Getränk in der Hand hat. Sie läuft zwar wie ein Roboter. Oh mein Gott. Sie haben alle Menschen gegen Roboter ausgetauscht. Weißt du, woran die mich erinnern? So wie die laufen? Kasperle Puppentheater. Als wenn die an Schnüren sind und dann, ne, wie Jim Knopf. Oh, meine Lokomotive! Frau Malzahn! Was hat der da? Achso, das soll das Essen sein. Das Essen hat er so an der Hand kleben. Und läuft dann mit der Dose rum, als wenn sie gefährlich wäre. Ja, Augsburger Puppenkiste. Auf jeden Fall, wenn sie Getränke haben. Wenn die so normal laufen, wirkt das nicht so extrem. Aber sobald die was in der Hand haben, sieht es halt echt so aus. Ah, wundervoll.
So, die Leute mögen meinen Park. Die Parkbewertung ist okay. Attraktionsqualität steigt sogar. Parkschönheit gleich. Wahrscheinlich berechnet der es noch nicht richtig. Und die Vielfalt ist gestiegen. Haben ja auch ein bisschen mehr gebaut. Und wir verlieren eigentlich kein Geld, sondern wir gewinnen Geld. Das Verlieren kommt nur daher, dass wir ja auch sehr viel Geld ausgeben für die Baukosten. Deshalb waren wir hier minus 800, aber eigentlich machen wir Gewinn. So, jetzt ich mache mir jetzt erstmal zur Aufgabe, alles etwas schöner zu gestalten. Schöner ist in dem Fall meistens, Kakteen sind schön. Naja, Kakteen passen einfach zum Setting. So, ihr kriegt alle eine Kakteen. Dann können wir ja nachher sehen, ob der Schönheitswert des Parks höher geht. Nur weil wir hier so ein paar Sachen bauen. Gibt es irgendein Blumenbeet? Ah, okay. Hier steht das Setting lustigerweise nur rechts unten. Während wir bei den Attraktionen, glaube ich, das... Ne, bei den Shops hatten wir es, glaube ich, direkt dran stehen. Toll. Ich setze einfach irgendwelche Punkte. Nennt sich auch Kugelkaktus. Das ist Abenteuer-Setting. Naja, in der Wüste gibt es halt nicht so viele Pflanzen, ne? Wüstenbusch. Der kann überall vorkommen, am ehesten in der Wüste. Du hast keine Lampen an dem Pendel. Das Problem ist einfach, ich kann noch nicht mal das aktuelle Setting aufbauen. Bambusfackel. Western. Da haben wir Western. Westernlaterne. Wir können aber nur diese internationalen Straßenlaternen bauen. Aber bis jetzt fanden ja noch nicht so viele meinen Park zu dunkel. Oh, da kotzen welche, oder? Ja, wundervoll. Ich weiß nicht, warum die auf die Dinger draufgehen, wenn die wissen, dass die danach erstmal einen abkotzen. Aber irgendjemand hat gestern Nacht gesagt, das machen die ja mit Absicht. Falls man noch was essen will. So, Holzzaun. Ein Zaun aus Naturholz. Hier ist das Western-Setting auch noch gesperrt. Das ist ja auch generisches Setting. Die Torbögen für Western, diese Felsbögen können wir auch noch nicht bauen. Also nur die einfachen Parks. Ja, zierte Objekte für Western ist jetzt nicht so geil.
fällt mir gerade so auf. So, ich beschleunige das Spiel mal eben. Damit wir zum Achterbahnbauer rüberkommen. Ja, ihr seht, die Parkschönheit ist immer noch bei 250, es ändert sich nicht, auch wenn ich ein paar Kakteen setze. Kotzwürg. So, setz mal drei Hausmeister direkt ein. So, wie waren denn die Finanzen letzten Monat? 732 plus, 1300 ausgegeben. Investment 800, Kosten 505. Landschaftsbau 235. Gewinneverluste. Was kostet im Moment ein Park? Ich glaube, Phantasialand kostet 25 Euro. Und die haben ein paar mehr Attraktionen. Ist aber hier auch erstmal egal. So. Das reicht vom Geld erstmal. Was braucht man für eine Achterbahn natürlich? Wir bauen eine Holzachterbahn. Vor allem, weil ich eine Holzachterbahn letztes Mal auch schon gebaut habe in dem Early Access und das hat nämlich nicht funktioniert. Nicht im Early Access, sondern in der Alpha-Phase. Ich gucke mir nur den vorgebauten einmal an. Das wäre die Kanonenkugel. Und jetzt müssen wir sowas Schönes auch bauen. Selbst bauen. Da hinten geht's raus. Da können wir dann die Warteschlange hinsetzen.